Also es ist so, dass ich schon seit vielen Jahren sehr viel mit Hardware mache. Also im, ich würde mal sagen, im deutschsprachigen Streaming-Raum habe ich sehr, sehr früh, nicht der erste, ne, nicht der erste, aber sehr früh schon angefangen, den zweiten Computer zu haben. Ich habe die ganzen Jahre mir sehr viel Hardware gekauft. Exorbitant viel Hardware. Also bis vor im Jahr, anderthalb, zwei Jahren habe ich wirklich größtenteils alles das, was hier in diesem Büro drin steht, alles selber gekauft. Und ich habe das immer ausprobiert und geguckt, ob ich das brauche. Das ist jetzt hier Büro-Iteration, keine Ahnung, 5, 6 oder so. Und zwischendurch, der Computer, die Computer sind schon 100-mal gewechselt, die Mikrofone sind gewechselt. Alles hat irgendwie, sind so durchlaufende Posten, die mal kamen, die mal gegangen sind. Und ich habe angefangen, damals Computer einfach nur zu spielen, also nur zu streamen, also wirklich der, das war früher so, mach an und dann hast du DayZ 11 Stunden gespielt und hast wieder ausgemacht und das Wirkliche, was du benutzt hast über all die Jahre und das, also ich sag mal so, ich bin ein großer Fan von Wissen teilen, wenn man Wissen hat und irgendwie ist das die ganzen Jahre, habe ich das nie gemacht. Ich wusste zum Beispiel auch nie, was ich mit meinem YouTube machen wollte. Früher wollte ich nicht mal einen YouTube-Kanal haben, weil ich mir gedacht habe, wann soll ich das noch machen? So, da ich halt nie eine Ahnung hatte, wie ich meinen Tag strukturieren soll und das wirklich war so, du bist um 12 Uhr live und gehst um 10 Uhr offline, dann schiebst du dir noch was Ungesundes zu essen ins Gesicht, frisst noch 3 Pizzen zwischendurch, säufst noch 20 Cola. Da war gar keine Vision darauf, was man irgendwie macht oder dass man sich breiter aufstellen sollte oder dass man mehr Content irgendwo machen sollte. Und die ganzen Jahre, als ich das immer versucht habe, YouTube irgendwie zu starten, habe ich sehr viel Lehrgeld bezahlt. Also ich hatte sehr viele Cutter schon in meinem Leben, wo ich nie wirklich glücklich geworden bin mit dem, was sie da gemacht haben, weil es halt einfach nichts gebracht hat. Ne? Also ich habe früher für einen Cutter 500 Euro bezahlt und habe halt bei YouTube über das ganze Jahr 90 Euro eingenommen. So, dann kannst du erst ja mal ausrechnen, was da einfach an Lehrgeld verpustet wurde für sinnlose Sachen. Und ich habe YouTube nie wirklich zum Laufen gekriegt, dass das Leute irgendwie sehen wollten. Und ich habe mich aber immer gefragt, was so das Problem ist und hatte nie wirklich eine Idee, bis ich letztes Jahr mein Management gewechselt habe und ein sehr aufweckendes Gespräch hatte mit meinem aktuellen Chef vom Management, der so tickt wie ich. Ein bisschen, also der ist noch ein bisschen döller, finde ich, aber also ich bin da noch ein bisschen charmant dagegen. Der mir dann gesagt hat, warum machst du nichts mit deiner ganzen Hardware und mit deinem ganzen Wissen, was du zur Hardware hast? Und dann ist mir das erste Mal nach 9 Jahren, 9,5 Jahren aufgefallen, dass ich all die Jahre den Content, den Menschen theoretisch gebraucht hätten, gar nicht gemacht habe. Also man hätte früher schon so Tutorial-Videos machen können, wie benutzt du 2 PCs zum Stream? Oder wie legst du die Strippen dafür? Und bei Simracing war das ja genau dasselbe. Bevor ich überhaupt angefangen habe, das bei YouTube zu verwenden, habe ich schon über 20.000 Euro Hardware gekauft. Also von Logitech über Thrustmaster, über einen kompletten Satz von Fanatec zu Simocube, hatte ich wirklich super viel schon da. Ich habe Lenkräder gekauft, ich habe Pedalen alle schon da gehabt. Also ich bin schon mehrere Pedalen gefahren. Alles mögliche an Kleinzeug, was man so neben dran baut. Und ich habe das immer gemacht und im Stream haben mich die Leute immer gefragt und habe das immer beantwortet und diese Fragen auch beantwortet. Auch zu den ganzen Sims, wenn man Sachen eingestellt hat oder gefunden hat oder Sachen, die andere Leute nicht kennen, wie zum Beispiel bei ACC, dass man mit Shift und Pfeiltasten die Autos durchwechseln kann, währenddessen man in seinem eigenen Auto sitzt. Und da ist mir irgendwann mal ein Licht aufgegangen. Warum machst du daraus eigentlich keine YouTube-Videos? Wenn es doch so viele Leute interessiert, warum machst du denn da diesbezüglich keine Videos? Und dann habe ich dieses Jahr im Mai durch einen ganz großen Zufall habe ich Paul kennengelernt. Paul ist jetzt aktuell der Cutter, mit dem ich das hier alles mache, der auch wirklich sehr viel Bock A auf Simracing hat, B sehr viel Bock hat, dass wir damit irgendwie durchstarten. Und ich habe zu Paul am Anfang, als wir das so durcheinander oder als wir das klabüstert haben und irgendwie versucht haben, rauszufinden, was wir jetzt machen, habe ich zu Paul auch mal gesagt, Alter, wen interessiert denn so ein Scheiß so? Ob ich das jetzt sage oder ob ein Sack Reis umfällt, das ist doch eigentlich scheißegal. Weil für mich ist es immer, wisst ihr, ich gucke mir keine Reviews an, um mir Sachen zu kaufen.
also ich mache das nicht. Und dadurch, dass ich das nicht mache, gehe ich immer davon aus, dass andere Leute das auch nicht machen. So, und dann saß ich halt da und denke mir so, na, warum soll ich den Leuten jetzt erklären, wie eine SimoCube 2 über 2 Jahre performt hat? Oder wie funktioniert ein Lenkrad? Und wie ist die Qualität von einem Lenkrad? Warum, also wozu soll ich das machen? Das interessiert doch kein Schwein. Und dann sagt Paul so, warte mal. Und ja, jetzt sind wir ja mittlerweile bei Reviews angekommen, die bis zu 11.000 Klicks haben. Also wenn wir uns jetzt mal die Meta-Quest angucken und wir andere so 3.000 bis 4.000, 5.000 Klicks haben, mittlerweile eine Homepage dazu extra entstanden ist, um das noch mehr aufzuräumen, das Wissen noch mehr zu bündeln. Und ich hätte damit ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass sich das so viele Leute angucken. Der absolut positive Nebeneffekt, und das ist wirklich ausnahmsweise, ist es ein positiver Nebeneffekt, dass die Einnahmen, also das Geld dabei nebenbei wächst und der Stream wächst und mehr Leute dazukommen. Und da geht es wirklich rein rechnerisch, geht es da nicht um die Kohle. Nächstes Jahr, bin ich ganz ehrlich, geht's um Kohle, weil ich gerne, also weil ich mir als Ziel genommen habe, ich würde gerne Ende von 2024 mit den YouTube-Einnahmen Paul fest anstellen. Also, dass er wirklich 40 Stunden für mich, nur für mich arbeitet, für keinen anderen, außer er möchte das selbstverständlich. Das wäre so mein großes Ziel. Da geht's natürlich dann um Kohle so, aber die Intention dahinter ist einfach nur, das Wissen zu teilen und dadurch irgendwie positive Nebeneffekte zu haben. Jo, weil rechnen tut sich das immer noch nicht. Also ich verdiene mit YouTube aktuell auch keinen Cent, nichts. Also da kommt Geld rein, ja, aber das ist nicht meins. Das geht alles zu Paul. Das wird alles abgeschoben zu Paul an der Stelle. Um da ganz offen auch drüber zu reden. Also ich mache nur den Content, halt meine Fresse rein und die Knete geht gleich weg. Und so ist das mit dem ganzen YouTube-Ding entstanden. Jo. Ja, jetzt sind wir so an dem Punkt, wo wir halt einfach 124 Videos für Dezember vorproduziert haben. Ja, 124, ja. Wir haben 124 Videos für Dezember vorproduziert, ja. Im Dezember kommen auf dem Hauptkanal 2 Videos und auf dem Racing-Kanal auch. So der Plan. Wir haben 124 Videos vorproduziert. Ja. Weil da ist halt, Weihnachten ist der CPM hoch, da gibt's gutes Geld. Und da bin ich ganz offen und ehrlich mit euch, das nehmen wir mit. Weil Geld stinkt nicht und YouTube-Geld stinkt sowieso nicht. Technikzeug oder alles? Von Reviews bis Reactions und der Adventskalender. Also wir haben extra einen Adventskalender. Also es kommen Türchen raus dieses Jahr. Wo sollen wir die Zeit hernehmen, um im Dezember 124 Videos zu schauen? Ihr seid ja nicht die einzigen Menschen, gibt ja genug. Wenn ihr irgendwie nicht im Stream sein könnt, guckt ihr halt YouTube-Videos. Oder wenn ihr einschlafen wollt oder was auch immer. Es ist da, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Es ist for free, zieht euch das rein. Ne, 4 Videos pro Tag kommen im Dezember. 2 auf dem Hauptkanal, also Adventskalender und regulär Videos kommen auch. Und dann 2 Videos auf dem Racing-Kanal.